mit dem Start in diesem Spiel seines Teams. Und der Ball ist im Aus. Ich habe auch keine Hand dran gesehen, okay. Schiedsrichter sieht es anders. Hier auch jetzt langsam gut ins Spiel kommend. Gute Annahme von Fabi Bergmoser. Es klappt auch zuerst mal die Mitte, aber leider nicht erfolgreich. Ah, viel gespielt wird also in den letzten Wochen. Auch ein sehr druckvoller Aufschläger. Ja, genau. Und ein Ass. Ein zweites Ass für Dachau heute. Ja. Come on. Ja, gute Rettungsaktion, schöne Abwehr von Fabian Bergmoser. Starkes Spiel. Also Dani Kirchner gefällt mir heute ganz wunderbar. Er gefällt mir sonst auch, aber heute ganz besonders. Ja, ich kriege auf Dachau-Seite auf jeden Fall. Ja, und da kommt der erste Satz. Das ist, ich glaube, 1,83 groß. Und da würde ich mal gerne wissen, was aber seine Abschlaghöhe ist. Hier, schöner Punkt, Dani Kirchner. Also. Diesmal Hybrid andersrum gewählt. Ja, und da war der Block da. Dreierblock, ja. Will er ein bisschen viel, der Tobi. Ja. Ja, da gute Abwehr auf Lüneburger Seite. Und da geht der Ball durch den Dachauer Block. Ja, also die Lüneburger setzen sich hier schon wieder sehr, sehr eindeutig ab, muss man sagen. Ja. Krasser Aufschlag. Die Lüneburger zappeln jetzt nicht lang rum, gell? Die wehren sich jetzt schon deutlich früher. Und irgendwie scheinen diese Aufschläge einfach Fahrt aufzunehmen. Also die bringen die Dachauer Jungs irgendwie in Schwulitäten. Patrick Ruprecht reinbringen, um Angriff nochmal neue Impulse zu setzen, aber leider kommt er gar nicht so viel dazu, weil es eher eine Annahme hapert. Auch da jetzt hier Block schön gesehen vom Nummer von der Nummer 5, Erik Röhrs. Zumindest gute Annahme jetzt hat. Fällt trotzdem wieder hinten rein. Fabian Sock im Aufschlag. Der macht auch einen tollen Hybrid, der nicht immer ganz einfach zu schlagen ist, und der Ball ist geht jetzt aus. Auch kein Tusch. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ja, oder? Zwei Breaks jetzt in Folge für Dachau. Ob er jetzt die Nerven behält, aber ich glaube, er ist auch relativ routiniert. Und der Ball geht nach Lüneburg und somit gewinnt Lüneburg nicht wirklich überraschend 3-0 hier in Dachau. Das war ein sehr, sehr, ja, ein sehr eindeutiges Spiel, muss man sagen, aber ich denke, die Dachauer haben sich hier nicht von der schlechtesten Seite gezeigt.